Das Kupferstichkabinett in Dresden ist ein ganz magischer Ort. Es ist eine ganze Welt auf Papier hier zu finden. Mehr als eine halbe Million Werke sind hier versammelt. Zeichnungen, Druckgrafiken und auch Fotografien. Die Menschen können über die Jahrhunderte hinweg auch Themen entdecken. Verschiedenste Ausstellungen kommen immer wieder im Wechsel, wo verschiedenste der Werke gezeigt werden. Wir haben Druckgrafik von Dürer, wir haben Holbein, wir haben eine der bedeutendsten Rembrandt-Sammlungen, aber dann natürlich auch die Romantiker, die deutschen Romantiker wie Caspar David Friedrich, auch indische Miniaturen, chinesische Werke, japanische Farbholzschnitte, das sind alles hier versammelt. Und von daher ist hier in dem Dresdner Kabinett wirklich die ganze Welt zu Hause, die man entdecken kann und die eben als ein Wissensgedächtnis dieser Bilder auch ganz besonders wesentlich für die Zukunft sein werden.